Servus und hallo, hier ist der Videospiel und ich spiele heute mal wieder ein neues Spiel von Daedalic. Das ist Ken Folletts Säulen der Erde, Pillars of the Earth, das die Jungs aus Hamburg in einem interaktiven Roman, so nennen sie es, umgesetzt haben. Also kein Adventure in dem Sinn, sondern ein spielbarer Roman ohne große Rätsel, aber mal schauen, wie sehr mich das als als Adventure-Spieler mitreißt oder nicht. Automatische Speicherfunktion. Das Spiel ist jetzt seit einer guten Woche erhältlich als Zeitschriftenbeilage, so wie Deponia Doomsday auf der Computerbildspiele in der Platin-Edition als komplettes Spiel erhältlich war, ist jetzt auch Pillars of the Earth in der Computerbildspiele Platin-Edition, die das erste Buch enthalten und noch ein Gutscheincode dabei, mit dem man auf gog.com die Bücher 2 und 3 zum Vorzugspreis erhält, glaube um die 12,50 rum oder so. Also ein Season Pass. Das Spiel ist, daraus lässt sich es ableiten, kein komplettes Spiel, sondern erscheint in mehreren Büchern, genau gesagt in drei. Hier sieht man, ich habe es auch über Computerbildspiele gekauft. Und normalerweise läuft es ja meistens über Steam. In diesem Fall läuft es über GOG.com, was erstaunlich ist. Und somit ist das hier DRM-frei. Die Box-Version, die rauskommen wird, die enthält den Season Pass über Steam, soviel ich weiß. Also wer DRM-frei will, der greift zur Computerbildspiele oder kauft sich direkt bei GOG. Okay. Also Ken Folletts Die Säulen der Erde aus der Asche. Buch 1, Kapitel 1 bis 7. Schauen wir mal schnell in die Optionen rein. In-Game-Interface-Fortschritt. Ja, lassen wir es halt mal. Vollbild, zusätzliche Animationen. Auf Stumm schalten, nein. Sprache lassen wir deutsche Untertitel, mag ich anhaben. Okay, zurück. Ich habe es jetzt nicht aktualisiert, ich habe es direkt von der CD installiert. Einfach weil ich nicht so die gute Internetverbindung habe und ich mich freue, wenn ich nicht aus dem Netz erst alles laden muss. Also gut, das ist jetzt Buch 1. Ich habe die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ist vielleicht auch besser so. Wir spielen los mit Buch beginnen. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, für euch machen wir das. Oder? Ja. Bei Deponia war das Tutorial toll. Aktueller Ort, Kathedrale. Auf den Boden klickst. Liebe Freunde von Daedalic, hier ist kein Boden zu sehen. Ist ein bisschen blöd. Mehrere Male von fähigen Händen erschaffen. Sally weiß, was sie tut. Seltsam, wenn Kinder einen überflügeln. So. Na, jetzt läuft einfach weiter. Hier ein. Um alle relevanten Objekte, Charaktere und Ausgänge angezeigt zu bekommen, drücke das Mausrad oder die Leertaste. Mausrad? Ah, okay. Bewege deinen Mauszeiger, wenn er sich zu dem Symbol verändert, nutze den Linksklick. Ich kann mit rechts. Toms Werkzeuge.
besten Werkzeuge, die ich je hatte. Okay. Linksklick. Habe ich. Ein Hammer und Meißel. Nehme ich. Klicke auf das Werkzeug, um es auszuwählen. Ich hab's. Um es darauf anzuwenden. Was sind das für ein... Ich wurde noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch mal ran. Viel fehlt nicht. Also, dann mache ich das jetzt hier. Zack. Um den Wasserspeier zu bearbeiten, klicke links, sobald sich der weiße Punkt im grünen Bereich befindet. Oh, huhu. Bisschen Geschicklichkeit. Sowas brauche ich jetzt in Adventures nur wirklich nicht. Vor allem, wenn das dann in dieser eher schwachen Ausführung ist. Aber gut. So. Sally, meine Tochter. So stur wie ich und so stur wie ihre Mutter. Also ich kann wahrscheinlich jeweils dreimal über Gedanken lesen. Meine Gedanken darüber lesen. Klicke mit links auf die Antwort deiner Wahl. Später im Spiel kannst du einzelne gesprochene Zeilen mit einem weiteren Linksklick überspringen. Also, winke um ihre Aufmerksamkeit zu. Hallo. Ja, es gibt wohl, so wie bei den Telltale-Spielen, auch Entscheidungen. Wie sehr sie die sich auf die auf das Spiel auswirken, weiß ich nicht. Also, Kathedrale verlassen. Es geht los. Ich bin gespannt, wie mir hier der Grafikstil jetzt im richtigen Spiel zusagt. Die Videos. Ich weiß nicht, die haben mich nicht so richtig überzeugt gehabt. Tatsächlich gefällt es mir jetzt schon besser wie alle Videos. Aber ich glaube, ich mag die Figuren nicht. Das sollte reichen. Wie fühlst du dich? Kann mich nicht beklagen. Mit so einem gemütlichen Baum im Rücken. Das ist das letzte Lagerfeuer. Versprochen. Ab morgen gibt's keine Bäume mehr, sondern Mauern und ein Dach. In Shiring werde ich endlich Arbeit finden. Und was, wenn der Bischof dich auf Lebzeit anstellen will? Um die Stadtmauern in Schuss zu halten. Vielleicht auch nur seinen Palast. Einfache Dinge, Tom Bilder. Nur Mauern und Dächer. Da. Ich habe ewig gebraucht, um in diesem Tümpel was Trockenes zu finden. Warum haben wir nicht einfach deinen Stab genommen? Das alte Ding würde prächtig brennen. Weil dieses Ding wertvoll ist. Er wurde nicht geschaffen, um als Feuerholz zu enden. Außerdem könnte man ihn noch verkaufen. Dann wollen wir mal sehen, ob's klappt. Der Zunder schwindet, aber der Stahl glänzt noch. Komm, machen wir mal ein Feuer. Martha, willst du uns ein paar Rüben schneiden? Wir machen Suppe. Wenn's hilft. Alfred, geh und hol Wasser. Warum essen wir nicht einfach Schnee? Nein, meine Familie verdient richtiges Wasser. Bleib sitzen.
Ich kümmere mich drum. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Tom Bilder. Was, wenn der Bischof dir eine Stelle anbietet? Wie damals in Exeter. Etwas, das deinen Fähigkeiten nicht gerecht wird, aber uns ein Leben lang ernährt. Leichte Arbeit. Etwas zu bauen ist nie leicht. Du weißt, was ich meine. Nach Exeter sagtest du, ich könnte etwas für die Ewigkeit schaffen oder ich sterbe als Baumeister von Häusern und Ställen. Aber was, wenn Häuser und Ställe deine Familie ernähren könnten? Würdest du bleiben oder würdest du weitersuchen? Puh. Du weißt, ich könnte so vieles mehr tun. Das hast du damals auch gesagt. Und sieh, wohin es uns gebracht hat. Versprich mir wenigstens darüber nachzudenken. Was? Ich muss vernünftiges Wasser nehmen? Hä? Du hast einen Hinweis gefunden. Er funktioniert wie ein Gegenstand. Benutze den Hinweis auf Personen, um darüber zu reden. Benutze ihn mit Objekten, um darüber vielleicht nachzudenken, wie sie miteinander in Verbindung stehen können. Hört einfach nicht auf mich. Ach, da sind die Hinweise. Alfred ist da schon ein bisschen rumgelaufen. Hast du hier irgendwo einen Bach gesehen? Nee, überall nur Wald. Irgendeine Idee, wo man hier Wasser finden kann? Papa, nein. Ich mache hier meine Arbeit selbst. Also mach du deine auch selbst. Sonst ist es ungerecht. Zum Quatsch. Ich bin gleich zurück. Ich weiß. Sobald ich Wasser habe, kommt es dahin. Also. Stab. Warum muss das ausgerechnet jetzt schneien? Und? Siehst du schon die Sonne? Nein, aber Martha. Jetzt stör mich nicht. Ich muss arbeiten. So, Tom starb. Tom erhielt dieses Maurerwerkzeug als Abschiedsgeschenk in Exeter 1125. Er benutzt es dafür, das Fundament neuer Gebäude auszurichten. Am Schatten des Stabes können Zeit- und Himmelsrichtung abgelesen werden, sodass eine Kirche standardgemäß nach Osten ausgerichtet werden kann. In Exeter hat Tom das erste Mal an einem Kathedralenbau mitwirken können. Zunächst Arbeit wie jede andere. Sein Baumeister kritisierte ihn oft dafür, der erwarteten Qualität nicht gerecht zu werden. Schon bald begann Tom zu verstehen, wie wichtig Proportion, Zahlensymbolik und die fast magischen Formeln für stabile Konstruktionen sind. Der Stab erinnert ihn an seinen Traum, eines Tages von Grund auf eine perfekte Kathedrale zu errichten. Karten habe ich noch keine Optionen. Okay, weiter. Unser letzter Kessel. Ich brauche ihn für das Wasser. So. Mir geht's gut. So, geht's irgendwo raus hier? Ich mochte Salisbury. Warum sind wir nicht einfach geblieben? Es gab dort keine Arbeit für deinen Vater. Es gab dort keine Arbeit für deinen Vater. Du undankbares Gör. Gefrorene Pfütze. Gefrorenem Wasser. Da kannst du auch gleich Schnee nehmen, du Depp. Schmutzig vom Krähentrepp. Dreck. Die Krähen sind ja nicht überall. Das Wasser komme ich aber so nicht drin, nicht wahr? Dornenbüsche. Tief in den Wald. Fester Granit, wie geschaffen für ein Kirchenportal. Nein, hier gibt's kein Durchkommen. Da magst du nicht lang. Irgendwas übersehen.
Da drüben gibt es noch mehr Wald. Auch schmutziger Schnee. Ja, guck mal, hier nicht an den. An das Eis? Oder nimmt er das jetzt einfach? Häuser und Ställe. Okay, hat nicht geklappt. Dächer und Mauern. Fester, Tom, fester. Ich könnte so viel Größeres schaffen. Aber ich muss meine Familie ernähren. Komm ja schon. So. Nehme ich mal meinen Topf auf. Leckeres Pfützenwasser. Und? Hast du darüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Mein Traum, eine Kathedrale zu bauen, war töricht. Wenn wir nach Shiring kommen, werde ich jede Arbeit annehmen. Was ist so toll an einer Kathedrale? Du hast doch schon einige gesehen. Waren die nicht beeindruckend? Doch, aber es gibt doch schon so viele. Warum musst du noch mehr bauen? Gott hat doch schon genug Häuser. Darf ich? Wenn's sein muss. Also. Naja, mit den Wänden fangen wir an. Im Grunde ist eine Kathedrale nicht anders als ein gewöhnliches Haus. Es fängt immer ganz einfach an. Mit ein paar Mauern. Und auf die Mauern kommt ein Dach. Sehr gut. Ein Dach, um den Regen abzuhalten, und Mauern, die das Dach tragen. Zusammen ergibt das einen großen, langen, dunklen Raum. Wie eine Höhle. Ein Portal oder ein Fenster? Ein Portal. Natürlich dürfen wir auch die Türen nicht vergessen. Und nicht nur irgendeine Tür, sondern eine große und beeindruckende, damit möglichst viele Menschen hereinkommen können. Aber ist es da drin nicht immer noch dunkel? Doch, Fenster gibt's auch noch. Also, was schlägst du vor? Fenster natürlich. Richtig. Sonst kann man drinnen ja gar nichts sehen. Inzwischen hat unsere Kathedrale ganz schön viele Löcher bekommen. Leider kann nicht jedes Gebäude so viele Fenster haben und zugleich ein so großes, schweres Dach tragen. Was machen wir denn da? Solide und handfeste Arbeit. Das machen wir. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Höhle einstürzt, muss alles perfekt sein. Nicht nur dick und solide, sondern auch kerzengerade und in sich stimmig. Die Wände, das Dach, die Fenster, alles perfekt proportioniert. Du solltest keine Wörter wie proportioniert gebrauchen, wenn du mit einem Kind redest. Was bedeutet das? Das macht deinem Kind gar das nichts. Das bedeutet Schönheit. Nein. Weil wenn man die Wörter benutzt, nicht nur, dass die dann Menschen versteht trocken das Kind bleiben. Die Wörter auch irgendwann, man kann sie auch erklären. Es wird ihnen Hoffnung geben. Agnes. Mama? Oh, die blutet. Das ist nicht gut.
Evi kommt. Was? Es ist viel zu früh. Ist die Fruchtblase schon geplatzt? Heute Morgen schon. Kurz nachdem wir los sind. Warum hast du nichts gesagt? Tom, ich bin so müde. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Warum blutet sie so stark? Ja, hilf, Agnes. Ach so. Erinnerst du dich, als Martha geboren wurde und Lady Isabella Hebamme spielte? Du warst dabei, ihr eine Kapelle zu bauen. Eigentlich sollte ihre Magd die Hebamme aus dem Dorf holen. Aber dann sagte sie, die versoffene alte Hexe? Ich würde sie nicht mal an meine Hündin ranlassen. Und sie ließ uns in ihre Kammer. Und der arme Lord Robert konnte nicht ins Bett, bis Martha endlich geboren wurde. Was quasselt ihr da? Sie blutet! Ich würde sagen, für so ein schlechtes Jahr machen wir uns ganz gut. Du hast deine Arbeit verloren. Und Martha wurde fast von diesem Schweinedieb getötet. Das nennst du gut? Wir gehen durch die Hölle. Aber trotz allem sind wir immer noch füreinander da. Wir halten zusammen als Familie. Wir Bilder sind aus dem die erste Geschichte fand ich. Das waren wir immer schon. Du glaubst wohl, dass mir gleich ein Granitblock zwischen den Beinen herauskommt. Würde mich nicht überraschen. So, habe ich noch irgendwas? Umhang? Die Decke wird dich wärmen. Vielleicht dich mal fragen, wie ich dir helfen kann. Wie kann ich dir helfen? Bleib bei mir. Das ist mein. Wird sie sterben? Sie wird sterben, stimmt's? Mama. Oh, deine Hände sind kalt. Ich könnte sie für dich wärmen. Nein, bleib hier. Bitte. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so erschöpft. Du wirst es schaffen. Du bist eine starke Frau. Darum liebe ich dich auch so sehr. Zwei vom selben Schlag. Sie verliert so viel Blut. Ja, ihr seid auch eine große Hilfe. Ihr zwei. Vor allem du, Großer. Es tut mir leid, dass ich den ganzen Tag nichts gesagt habe. Ich wollte euch keine Sorgen bereiten. Du wolltest es wieder für dich behalten, was? Ich fand, der Tag war schon hart genug ohne mein Gejammer. Ja, es war ein harter Tag. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ich bin bei dir. Ich weiß. Nicht mehr lange. Halte dich bereit. Noch irgendwo was, was ich machen kann? Nee. Ach, die Kinder gibt's noch. Kinder! Martha! Sammel noch mehr Holz. Wir brauchen ein größeres Feuer. Lass mich das machen. Ich bin schneller als sie. Nein, lass mich das bitte machen. Lass Martha gehen. Es wird ewig dauern, bis sie zurück... Wir brauchen mehr Wasser. Nimm Schnee, wenn es sein muss, und schmelze ihn. Mach ich. Es kommt!
verdammt! Tom, hilf mir! Ja, habt ihr jetzt eure Aufgaben erledigt? Es kommt! Ich kann's sehen. Es sieht furchtbar aus. Nein, er ist perfekt. Ein kleines Wunder. Wie geht's der Mama? Du blutest immer noch. Keine Sorge. Es wird bald aufhören. Tom. Ja? Danke, dass du meine Hebamme warst. Ich habe mein Bestes getan. Weißt du noch, als du damals nachts zu mir in die Hütte geschlichen bist? Als du an der Kirche meines Vaters gearbeitet hast? Wie könnte ich das je vergessen? Ich habe es nie bereut, mich dir hingegeben zu haben. Nicht einen Moment. Für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame Zeit. Ich auch. Ich hoffe, du wirst deine Kathedrale bauen. Das hört sich so an, als gibt sie sich jetzt auf. Du wärst dagegen. Das war ich. Aber ich habe mich geirrt. Du verdienst etwas Schönes. Baue eine schöne Kathedrale. Für mich. Die wird es nicht mehr lang machen, würde ich sagen, oder? Zack. Papa, was ist mit ihrem Gesicht los? Agnes? Agnes, wach auf! Ich frage mich ja jetzt, ob die das wirklich da im Schnee hätte kriegen müssen. Naja. Irgendwie sind die ganzen Dedelic-Videos bei mir ruckelig, war ja auch schon bei Silence so ein bisschen so. Verstehe ich nicht ganz. Matt Kempke und Kevin Mintz haben beide schon ganz, ganz tolle Spiele gemacht für Dedelic und alleine, also der Matt zumindest auch alleine und ja, ich hoffe, dass auch dieses Spiel ihrem Können gerecht wird. Nicht eine Verschwendung ihrer Ressourcen war. Naja, schauen wir mal. Du willst, dass deine Kathedrale Hoffnung gibt. Du bist unsicher, ob du jede Arbeit beim Bischof annehmen sollst. Es fällt dir schwer, Agnes bei der Geburt zu unterstützen. Du hast Informationen über Toms Vergangenheit gefunden. Echt, fiel es mir schwer. Mir hat es nicht... Eigentlich fiel es mir nicht schwer. Ich habe bloß nicht gewusst, dass ich die zwei Kinder noch rumschicken kann. Das habe ich erst später rausgefunden. Wahrscheinlich wäre es dann schneller gegangen. Naja. Kann ich auch was anderes als akzeptieren? Nein, ich akzeptiere das nicht! KP.
Kapitel 1. Das war der Prolog und jetzt geht's richtig los. Philipp. Wer ist denn Philipp? Das Jahr des Herrn 1135 war zu Ende gegangen. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Knightsbridge. Naja. Wer ist Bruder Paul? Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Ach, das du hast gerade die Brücke überquert, ja? Das kostet ein Farthing und ein Penny für dein Pferd. Wie kannst du es wagen, Zoll von einem Mönch zu verlangen? Weißt du nicht, wer ich bin, Bruder? Ah, der Mönch aus den Wäldern. Bruder Paul hat dich angekündigt. Er sagte, du würdest Käse mitbringen? Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Es ist nicht viel, aber ich kann dir das hier geben. Da kriegst du ein bisschen Käse, dann hast du vielleicht nicht mehr Hunger. Wenig viel, das ist ein Riesenstück Käse. Ich hoffe, es wird dir nun leichter fallen, deine Pflicht zu tun. Ah, ganz bestimmt. Kannst du dich um meinen Pony kümmern, Bruder? Ich bin gekommen, um Prior James zu besuchen. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Ach, lass das Pferd hier. Ich werde es später zur Priorei bringen. Ich fange mir noch einen Fisch. Der sollte gut zu dem Käse hier passen. Was? Warum läutet man die Glocken? Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm darüber sagt. Oder nutze sie mit Personen, um ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Ah ja, okay. Alles klar, ich bin in Kingsbridge, ich bin Philipp. Aber das bin ich dann auch noch beim nächsten Mal. Ich sage mal, das reicht für heute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Videospieler. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.